GTA 6 wird brutal wie noch nie. Hallo Leute und herzlich willkommen bei diesem ultra spannenden Video, denn heute geht es mal wieder um GTA 6. Ja Freunde, egal was man über GTA 6 denken mag, eine Sache denken wir auf jeden Fall gemeinsam, es soll endlich rauskommen. Und es wird sicherlich keinen wundern, wenn dieses Game alle Rekorde brechen wird. Denn nicht umsonst werden mehr als 2 Milliarden US-Dollar in die Produktion gesteckt. Und natürlich erhofft sich Rockstar Games auch, dass das sehr viel zurückkommt. Und wenn wir bedenken, wie der GTA 5 Online-Modus performt hat, ja, dann macht es natürlich Katsching in der Rockstar Games-Kasse. Über den Mega League haben wir natürlich auch einige Details gesehen und diese brutalen Details werde ich euch auch gleich zeigen. Und genau das ist auch unser heutiges Thema. GTA 6 soll der brutalste GTA-Teil überhaupt werden. Und wie brutal das Ganze wird, werde ich euch gleich zeigen. Doch zuerst bitte ich um euren Support, lasst gerne ein Like und ein Abo auf diesem Kanal da und checkt auf jeden Fall aus, ob die Glocke wirklich für alle Benachrichtigungen aktiviert ist. Ach ja, nicht vergessen, hier auf diesem Kanal findet ein Gewinnspiel statt. Interesse? Dann checkt die Videobeschreibung aus. Ja, Freunde, GTA 6 soll der brutalste GTA-Teil werden. Das haben nicht nur Leaker und Insider bestätigt, sondern auch Rockstar Games mehr oder weniger indirekt. Denn Dan Houser meinte vor ein paar Monaten, dass der Nachfolger von GTA 5 eine Mischung aus GTA 4 und GTA 5 werden wird. Wir wissen ja alle, GTA 4 war ein bisschen düster und ernst, während GTA 5 bunt und sarkastisch aufgebaut war. Und deshalb ist sich Rockstar Games sicher, wenn man beide Spiele zu einem machen könnte, dann wäre das das perfekte Game. Und das soll GTA 6 werden. GTA 6 soll mehr Waffen haben und diese werden auch mehr oder weniger brutal werden. Das hat auch Rockstar Games über den Nachfolger geleakt. Denn die suchen einen Mitarbeiter, der die Grafiken erstellen kann, quasi einen Programmierer, wo auch eine Waffe produzieren könnte wie eine Kettensäge. Ja, Freunde, ihr habt richtig gehört, GTA 6 wird fotorealistische Grafik haben und da findet man eine Kettensäge. Nur unsere krasseste Psychopathenfantasie kann sich ausmalen, wie dieses Szenario in einer fotorealistischen Grafik aussehen kann. Denn Freunde, ich meine, das letzte Mal, wo wir aktiv mit der Kettensäge gezockt haben, war in GTA San Andreas oder Vice City. Und da sahen die Animationen noch so aus. Ja, und Red Dead Redemption 2 ist quasi das, was uns in GTA 6 erwarten wird, aber in der modernen Welt. Denn Red Dead Redemption 2 war auch sehr brutal, wenn man es brutal haben wollte. Ja, ich blende euch mal kurz eine Szene ein, damit ihr versteht, wovon ich rede. Ja, und der ein oder andere Psycho unter euch wird sich denken, die Szene ist sehr harmlos, ich habe schon Schlimmeres angestellt. Ja, okay, wollen wir es hier offenbaren? Ich bin auch ein Gaming-Psychopath, ich mache auch komische Dinge. Und wenn du auch einer davon bist, schreib auf jeden Fall einen Kommentar von deinem düsteren Gaming-Geheimnis. Also bei mir war das in GTA 4 Beifahrer zu entführen und diese dann erstmal mit dem Baseballschläger an einem ruhigen Ort zu betäuben und dann durch den glatten Headshot von dieser Welt zu bringen. Also ich glaube, ich brauche einen Psychologen. Ja, und wie gesagt, in fotorealistischer Grafik wird die Motorsäge ein ganz anderes Level erreichen. Wir haben auch per Leaks gesehen, wie brutal das Game etwa werden wird. Wie zum Beispiel bei diesem Leak, wo die einen Dinner überfallen und die Polizei sagt, die sollen die Geiseln freilassen. Was passiert stattdessen? Die Geisel wird abgeknallt und es bricht Panik aus. Oder auch dieses Szenario bei einer Schießerei. Guckt euch mal die Animationen an. Die erinnern extrem an GTA 4 und Red Dead Redemption 2, dem Video erschossen. Da zusammensacken, ist realistisch gesehen ein ganz anderes Level. Da ist auf jeden Fall nichts vorprogrammiert. Man sagt auch, dass die Schüsse von der Kleidung bleiben werden, bis man die Kleidung wechselt. Man wird sogar die vertrockneten Blutspuren immer noch sehen. Und pausieren wir mal diesen Einschuss. Man sieht, wie das Blut rausspritzt. Das war nur eine Schusswunde. Was passiert bei einer Kettensäge?
Ja, Freunde, was sagt ihr? Würdet ihr das feiern, wenn GTA 6 brutal werden wird? Oder sagt ihr, nee, GTA 6 darf nicht zu brutal werden, denn sonst macht es gar keinen Spaß? Schreibt eure ausführliche Meinung in die Kommentare. Ich werde das Ganze lesen, liken und ein Herz da lassen.